Hallo Kinder, ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar, ich habe ein bisschen aufgeräumt hier in meinem Gesteinslager und da habe ich einen ganz tollen Stein gefunden, den ich vor ein paar Jahren aus Schottland mitgebracht habe. Und hier ist der Stein. Guckt euch den mal an. Der sieht gar nicht so besonders aus, aber der ist von einem ganz besonderen Platz. Das ist ein Vulkangestein und der ist von einer Glutwolke, von einer heißen Glutwolke, aber der ist schon viele hundert Millionen Jahre alt. Aber der kommt von einem Platz, der heißt der Platz der Königin. Und dort hat angeblich die Königin Victoria von Großbritannien öfter mal Tee getrunken. Und ich habe euch hier ein Bild rausgesucht im Internet. Und so sieht's da aus. Der Stein ist genau von dem Platz hier. Und hier hat die Königin Victoria öfter mal Tee getrunken. Und das ist der Glencoe-Vulkan. Und der ist im Westen von Schottland. Und hier sind drei Bergspitzen. Die heißen die drei Schwestern. Und das ist eine bergige Landschaft. Und das ist ein alter Vulkan von mehreren hundert Millionen Jahren in der Vorzeit. So, und ich habe hier auch noch ein Bild rausgesucht. So, hier so sah es aus, als die Königin Victoria da Tee getrunken hat. Und da hatte sie ihre Freunde dabei und vermutlich auch ihre Diener und so. Und dann haben die sich da hingesetzt und haben da Tee getrunken. Und der Stein ist genau von dem Platz. Und möglicherweise war die Königin Victoria sogar schon auf dem Stein drauf gesessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht hat sie ihn auch nur mit dem Fuß berührt, aber das kommt von dem Platz, wo die Königin Victoria Tee getrunken hat. Und ich wollte euch noch kurz was anderes zeigen, und zwar die Königin Victoria, die kommt aus einer deutschen Familie, das wollte ich euch noch sagen, und zwar die Mutter kommt aus dem Hause Coburg-Saalfeld, das ist gar nicht so weit weg von Dettelbach, bisschen nördlich von Dettelbach, Nordbayern und Südthüringen. Und der Papa war aus dem Hause Hannover. Und somit war die Königin Victoria deutschstämmig. Und sie war auch ganz eng mit dem Kaiser Wilhelm verwandt. Der ist hier zum Beispiel abgebildet. Hier ist die Königin Victoria als ältere Frau. Und hier als jüngere Frau. Und hier, als sie als junge Frau gekrönt wurde. Und die Königin Victoria war ganz, ganz lange im Amt. Und war dementsprechend auch ganz berühmt und sie ist gern wandern gegangen und hat gern in den Bergen Tee getrunken. Und dabei kam sie an dem Stein hier vorbei. Und das wollte ich euch unbedingt heute zeigen. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Macht's gut und schöne Ferien.